Variobond ist die einfache und schnelle Lösung für den luftdichten Anschluss einer Klimamembran oder Dampfbremse an Bauteile, die eine Putzschicht erhalten. Die Vorderseite besteht aus einer flexiblen, überputzbaren Fließschicht. Die Rückseite verfügt über eine haftstarke Klebeschicht mit unterteiltem Schutzliner und Fingerlift. Es ist direkt nach dem Verkleben überputzbar. Variobond ist in den Breiten 100 und 150 mm erhältlich. Als Grundlage für den Anschluss an die Giebelwand sorgt Vario Multiprime gemäß DIN 4108 Teil 7 für eine deutliche Haftverbesserung. Der Primer wird dazu mit einem Pinsel oder einer Schaumwalze aufgetragen. Die benötigte Entlastungsschlaufe haftet mit der fließkaschierten Rückseite an dem Primer. Der Überstand wird mit einer Schere entfernt. Zunächst wird der ca. 3 cm breite Abdeckstreifen gelöst und auf die Klimamembran geklebt. Danach können die anderen abgezogen und mit einer Rolle fixiert werden. Direkt im Anschluss kann die Putzschicht aufgebracht werden. Der Auftrag auf dem Vlies muss in einer Breite von mindestens 3 cm erfolgen. Die Giebelwand ist vollständig zu verputzen, um die Luftdichtheit sicherzustellen. Beim Fensteranschluss sind die Klebeflächen vorab mit einem Glattputz und einer Grundierung vorzubereiten. Zunächst werden die Eckdetails ausgebildet. Hierzu werden kurze Streifen Variobond in allen Innenecken verklebt. Danach folgt der luftdichte Anschluss im Leibungsbereich. Der schmale Liner wird hierfür umgefaltet und auf den Rahmen geklebt. Nach dem Erstellen einer Entlastungsschlaufe werden die verbleibenden Liner abgezogen und das Variobond auf die Leibung geklebt. Die Arbeitsschritte werden im Sturzbereich wiederholt. Zusätzlich wird noch die Sturzkante umklebt. Abschließend werden alle Klebestellen mit einer Walze fest angedrückt. Auf diese Weise ist die Fensterleibung optimal für das Einputzen vorbereitet. Wir beraten Sie gerne auch speziell zu Ihrem Projekt. Weitere nützliche Praxistipps finden Sie in unseren Anwendungsbroschüren oder unter www.isowehr.de. Mehr Informationen zu den Produkten aus diesem Video finden Sie hier. Wenn Sie keine neuen Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere interessante Isowehr-Videos sehen Sie hier.